Der will einfach so. Ja komm, ich hau lieber ab. Naja, das hat hier nicht viel gebracht. Gucken wir uns mal hier um. Muss doch auch vielleicht mal irgendwie so eine Kiste geben, oder? So versteckte so. Ich glaube, das Umschauen bringt hier so gut wie gar nichts, oder? Bisher haben wir da noch nichts Prickelndes gefunden. Ist jetzt so eine Kiste oder so. Komisch, aber so ist das. Anscheinend gibt es da nicht mehr viel zu holen, wenn man sich hier mal ein bisschen umschaut. Oder ich bin total Lindikus. So, rutschen wir mal. Zack. Kriegst du das Messer in den Brust und dann ist schon wieder die Sache gegessen. Jetzt haben wir auch noch einen Brustpanzer, das ist auch ganz cool. Weil leveln das Punkt ja eigentlich so extrem weiter, um den Siegen. Können wir ja nur so eine Fähigkeit holen, aber kriegen nicht mehr Leben oder so. Das macht nur unsere Rüstung. Die bringt uns was. Oh, der war schön hier, der Schläfer. Was geht denn hier? Da bin ich auch, ne? Ja, ich verzieh. Und der war auch richtig kacke, glaube ich. Ja, der war richtig scheiße. Komm her. Ja. Du hast keine Schnitte. Du kriegst erstmal ein paar Headies. Auch immer. Ja, na, sei mal ehrlich. Habt ihr denn nicht mal irgendwann genug? Kriegt hier ein offen. Ein nach dem anderen, einen richtig dick auf den Sack und hier kriegt einfach. Ist das irgendein Boss oder was? Kingo Tango Boss. Wow. Der Prinz. Aber diese Granate zieht ihn gar nichts ab, oder? Die gehen dick mit Granate und da passiert gar nichts. Er lacht. Ein Bart juckt. Mal kratzen. Wow. Springt er mir im Weg. Ich wollte eigentlich nur Seitenwechsel machen. Wenn er rüberkommt, dann gehe ich wieder zurück. Nein. Mein Kollege belästigt mich erstmal sexuell. Den haben wir ja noch. Boah. Ein Schlag hat gereicht. Sloan, Commander, erledigt. Erledigt. Verstanden. Zavala und ich sind auf dem Weg. Triff dich mit Zavala. Oder mal hinten rein. Aber jetzt möchte ich mich hier auch mal eben kurz umschauen. Das kann ja nicht sein, dass man hier komischerweise nichts findet. Keine versteckte Kiste, wo man dann vielleicht mal eine grüne, blaue oder was auch immer an legendär, selten oder auch immer, was da nicht alles für Farben gibt, finde. Weil es kann ja nicht sein, oder? Aber anscheinend. Was haben wir denn da? Springen wir mal dahin, oder? Oh je. Brustmahlzeit, auch nichts. Decke, da kann man auch nicht hochspringen. Ist gar nichts. Lohnt sich anscheinend tatsächlich nicht mehr wirklich, sich auch mal großartig umzuschauen, anscheinend. Hier kam er, glaube ich. Dann sind wir links gegangen direkt, oder? Egal. Jo. Ist ja erledigt. Was ist das denn? Das kennen wir doch. Das ist ja so ein Sendemast, ne?
Eine gefallenen Antenne. Die gefallenen Häuser hatten früher alle ihre eigenen Verschlüsselungen. Okay. Aber jetzt sind alle Codes eine Variation aus dem Haus der Könige. Das ist aber schön, dass du mir das erklärst. Gut, weiter. Gehen wir mal hier hoch. Aber hier haben wir auch nichts, ne? Egal. Oh, das ist unser Ziel. Gut, dann wollen wir mal auf die Kontrollzentrale zugreifen. Was haben wir hier hinten? Haben wir da eventuell was hier versteckt? Hier links irgendwie? Nö. Nix. Also lohnt sich das Umschauen nicht mehr wirklich. Traurig, aber haben wir auch noch einen besseren Helm. Nee. Gleich gut. Das ist also. Aber die Rüstung, die ist deutlich stärker. Die ist deutlich stärker, das ist doch mal prickelnd. Wir nähern uns der Landeplattform. Kommt hoch, damit wir euch applaudieren können. Ja, applaudieren. Lass mal einen springen. Applaudieren bringt mir nichts, ne? Jemand. So ein Bierchen jetzt. So einen schönen Stuhl. Und dann lehnt man sich ein bisschen zurück. Aber. Da kommen sie angeflogen, ne? Das waren die doch, oder? Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter? Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. Es war klar, gerade angekommen und dann schon. Ah, jetzt. Nee. Kannst du direkt weiter? Nee. Gar keine Pause, wird noch nicht mal irgendwas zu trinken angeboten, was Kaltes oder so. Zieh mal durch. Unbezahlten Akkord hier. Hör mal. Neue Mission, Springflut. Neues Ziel. Stelle die... Okay, wir sind noch nicht fertig. Jetzt, wo wir das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Commander Zavala hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das Taktische. Schiffsmeisterin Holiday liefert technische Unterstützung. Die Mission ist simpel. Geh rein, leg den Schalter um, verschwinde. Sloan schafft es echt, Sachen total einfach klingen zu lassen, was? Hammerhart, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich kam gerade schon und hab da dick aufgeräumt, damit ihr landen könnt. Jetzt soll ich hier noch mehr aufräumen. Und dann heißt es auch noch, ich hab gehört, machst du freiwillig. Der Hammer. Die wollen mich auch verarscht, ne? Muss ich hier lang oder was? Vorhin ging es ja auf jeden Fall nicht weiter, aber jetzt ist offen. Ganz trocken. Komm durch. Jetzt darfst du. Das Wick Titan. Titan. Was? Ergibt sich da gegen wem? Ah, guck mal hier. Sind hier direkt zwei Gegner. So. Haben wir die Gefallenen hergeführt? Nein. Diese Geier sind uns seit der Evakuierung auf den Fersen.
Also zwei Gegnertruppen meine ich natürlich. Ja. Ach, den können wir auch noch. Na komm. So, Granate. Guck mal, da fliegen wir schon mal zwei durch die Gegend. Headshot gibt's auch noch. Jetzt schon wieder alle gegen mich oder was? Das Scheißding hält aber auch aus, ne? Ui, 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 Kettenangriff oder was? Ja, endlich. Die anderen brauchen wir nicht, nicht so ernst nehmen. Irgendwas? Alter, das sieht aber geil aus. Das kommt erst recht so alien-mäßig. Das sieht doch mal richtig geil aus. Haben wir hier irgendwie was? Haben wir jetzt hier mal was versteckt oder? Stelle Energieversorgung. Ja, okay, jetzt aber Energieversorgung wieder herstellen. Alles schön gut. Wollen wir mal, ne? Da stehen ja noch welche. Wenn man da jetzt nicht direkt alle weggezimmert. Zack. Dann schießt man, dann schießt man. Das steht ja gerade noch immun. Die Waffe zieht ihn gar nichts ab. Das ist ja voll. So muss das sein. So muss der Energiepegel runtergehen. Sloan, Amanda, die Schar hat alles infiziert. Holiday, wir müssen dich wieder in die Luft bringen. Wir brauchen eine Gefahrenabschätzung aus der Luft, damit alles sicher bleibt. Ja, weißt du, mein Schiff musste während der Evakuierung ordentlich einstecken. Sobald alles läuft, führen wir deine Reparaturen zuerst durch. Na, herrlich. Okay. Herrlich, sagt sie. Herrlich. So, können wir mal eben gucken nach Punkte. Oder? Warum macht das nicht? Ach. Guck mal. Können sich das übersichtlich holen. So, was haben wir denn hier? Akustik-Akrobat. 5 Upgrades-Punkte haben wir. Flugsgranate. Akkusblitzgranate. Treffersprung. Lenksprung. Waghalsiges Ausweichen. Okay, nehmen wir mal waghalsiges Ausweichen. Was haben wir hier noch? Komboschlag. Eliminiere einen Fall mit den Nahkampffähigkeiten. Okay. Haben noch ein paar Punkte, aber das kann ich irgendwie gar nicht upgraden. Achso, Level 9, Level 10. Das ist natürlich. Da sind wir noch nicht. Level 12. Okay. Nahkampfkills. Ausweichen erhöht deinen Nahkampf. Okay, eine Granate im Blitzfeind in der Nähe verkettet. Nehmen wir das auch mal. Was haben wir hier? Unsere Standard. Gut. Dreifachsprung nehmen wir dann eben nochmal mit. Haben wir hier noch irgendwas? 2 Upgrades-Punkte haben wir noch. Aber ich glaube, ich hau jetzt nicht alles raus. Wir haben noch andere Fähigkeiten, die wir uns freispielen können. Und von daher können wir ja mal so ein bisschen sparen und können wir ja da auch eventuell ein bisschen verbessern.
Was ist hier los? Warum gibt ihr euch schon gegenseitig? Mit zwei Gruppen hier. Plünderanzug. Plündereranzug, Entschuldigung. Schon wieder schön. Ist nichts anderes hier außer Schuhe oder was? Kommt mal her hier, Digga. Oh, Alter. Fuck. Die explodieren einfach mal so. Ich hau da mit dem Messer ohne Ende rein, Alter. Und gib ihn. Mit dem Messer auch noch. Ja, gut. Zum Glück spawnen wir jetzt nicht allzu weit davon entfernt. Ist ja schon mal was. Idioten nochmal wieder am Start haben. Und da haben wir es jetzt auch mal gesehen. Jetzt ist er bei ihm reingeflogen und hat Boom gemacht. Einen weniger, den wir platt machen müssen. Jetzt auf die Scheißdinger muss ich aufpassen. Scheiß Flugrotze da. Was ist los hier? Rückt mal an hier. Langsam habe ich hier aber sowas von die Schnauze voll. Rückt mal. Oh. Den habe ich jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Hauptsache er macht mir dick Damage. Und er zieht direkt mehr als die Hälfte deines Lebens ab. Der bewegt sich gar nicht, oder was? Okay. Der auch nicht. Kannst du einfach so jetzt niederknallen oder was? Anscheinend. Was für eine Frage. Rührt sich kein Millimeter, ey. Wo bist du denn? Down, ey. Scheiß mal auf dein Schild, Digga. Wir können die Wellenenergiekonvertierer sehen. Klasse. Leg den Schalter um und aktiviere sie. Einige der Kolben bewegen sich, aber wir sitzen immer noch im Dunkeln. Okay. Irgendwas lief falsch. Die Kolben klemmen. Tut mir leid, aber du musst da für mich raus und eine Übergangslösung finden. Stell fest, was mit dem Umwandlern nicht stimmt. Aber ja. Hier mache ich dann erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Destiny 2. Tschüss, bis dann.